herzlich willkommen zu meinem Reloaded, zu Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsanhänger. Wie man leider hört, läuft das ganze Spiel, da der Emulator nicht mit der Aufnahme zurechtkommt, nicht flüssig. An sich schadet das bei dem Spiel nicht, aber ich habe das Gefühl, das wird gerade immer schlimmer. Ich habe gerade auch schon mal eine Aufnahme hier gehabt. Ich mache mal den Frameskip ein bisschen an. New Soundscape. Hi. Ja, das Ganze läuft leider nicht wirklich flüssig, aber ich versuche trotzdem das Beste draus zu machen. In der ersten Aufnahme musste ich wirklich viele Sachen einstellen, rausfinden und weiteres. Aber jetzt kann es losgehen. Ich habe zwar gesagt, ich werde auch mal Mystery Dungeon Team Rot und Blau spielen, aber zuvor möchte ich dem Let's Play, was auf meinem ganzen Kanal ein Reloaded am nötigsten hat, dieses bescheren. Auch wenn es offensichtlich... Das nervt mich gerade echt. Es wird immer schlimmer. Wenn irgendjemand von euch sich mit Desmumi, also weiß wie man es ausspricht, einem Nintendo DS Emulator auskennt und weiß, wie man das verändern kann, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe bereits ein fertig geplantes Team, weiß, wie ich das Pokémon, das ich sein will, bekomme. Und würde deswegen sagen, wir legen einfach los. Ich werde euch immer nur den unteren Bildschirm zeigen, da wenn ich, ich könnte die Bildschirme zwar nebeneinander zeigen lassen, mache ich genauer gesagt sogar, aber das würde, wenn ich dann die Aufnahme vergrößern, noch viel mehr laggen, deswegen... Ja. Willkommen. Dies ist das Portal, das zu der von Pokémon bewohnten Welt führt. Ich mach mal alles hier im Hintergrund weg. Da habt ihr gerade schon gesehen. Spoiler. Das war eine Anleitung, wie man das Pokémon, das ich haben will, bekommt. Jenseits dieses Tores warten neue Abenteuer und Erfahrungen auf dich. Diesen Satz habe ich in der ersten Aufnahme tatsächlich, genau wie im Original, bereits verkackt und habe gelesen, jenseits dieses Abenteuers warten neue Tore und Erfahrungen auf dich. Hoffentlich denke ich dran, den Facepalm-Meme, den ich sogar eingespeichert habe, einzufügen. Naja. Warte, der Knopf funktioniert auch. Ich habe gerade aus Reaktion gedrückt, den Z-Knopf als Undertale-Spieler. Eigentlich mache ich alles mit X immer. Naja, es wird noch dauern, bis ich wirklich alles weiß. Bevor du ins Abenteuer aufbrichst, musst du einige Fragen beantworten. Beantworte sie aufrichtig. Nun, bist du bereit? Dann lass uns mit dem Fragespiel beginnen. Ich hatte ursprünglich einen Versuch gemacht, mit dem ich alles ehrlich beantwortet habe und bin freudig. Von einem anderen Versuch, in dem ich bereits integriert habe, das Pokémon, das ich will, zu bekommen, wurde ich Bisasam. Beide richtig nice, aber ich habe das von vornherein geplant und mache das diesmal. Dazu brauche ich ein hastiges Pokémon und muss Zeit und Dunkelheit bereits gespielt haben. Es ist vertretbar, manchmal einen Angriff für deine eigenen Taten verantwortlich zu machen. Ich weiß, auf manche Fragen Antwort, die man geben muss. Hier habe ich keinen. Wenn jemand bei einer schlimmen Tat kommt, wie es dann von dir auf die Schnauze geht. Aura wird anerkannt.
Stunde gebraucht, weil ich nicht gecheckt habe, dass ich einfach einen Knopf drücken kann, weil das Touchpad anscheinend nicht gescheit funktionieren wollte. Deine Aura konnte identifiziert werden, wenn es nicht sieht. Deine Aura ist ein Strahlendes. Ich hatte in den anderen Aufnahmen immer an euch das abgeschnitten. Scheiße, das ist nicht das Pokémon, das ich will. Was wäre das? Ich nehme euch mit auf noch eine Runde. Hey, Intro-Sequenz. Mystery Dungeon für die Switch, please! Dieses Jahr kommen noch Ankündigungen, Leute. Es muss Mystery Dungeon kommen. Willkommen, das ist das Portal von Pokémon. Bewohnten Welt, hier warten neue Erfahrungen und dann wird sie auch richtig. Dann lass uns loslegen. Seid ihr gut, gleich schon in Garten? Thank you.
war sozial genug, den zu retten, dass ich jetzt erstmal Kartoffeln geschrieben habe. Also ich hatte erzählt, zwischen welchen Pokémon ich geschneit habe und warum ich letztendlich was gewählt habe, dass ich jetzt hingerissen werde als Partner Pokémon. Dieses Pokémon. Sorry. Die Person, die gemeint ist. Und eben schon wissen. Und zwar Gillas. Okay, das S habe ich vielleicht dazu. Und auch wenn ich mich, glaube ich, schon kennen und schon gemacht habe, ich werde nichts von vornherein spoilern. Ich nur noch ein bisschen. Komm schon, halt durch. Das kennt sicher jeder. Man weiß. Schritte, der bestimmt nicht an der Hand hören, an seinem Maul. Und so weiter. Zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall mein Bild aus der unten läuft. Mein kann nicht mehr an. Krasses. Wow. Einfach. Diese Szene hat mega noch relativ allgemein. Aber relativ. Irgendwie eine Klippe im Vordergrund, die mir ein Blitz einschlägt. Exakt neben dir ins Wasser. Ja. Man sieht ein Bild von einem weiten Strand mit einem Felsen und ein paar Wolken im Hintergrund. Wie gesagt, nicht vom Strand, sondern vom Meer. Diesen Strand meinte ich. Dann. Günther aus der Dönerbude, 3 Jahre alt, Dauerzustand. Man nennt sich so ein Mensch, ich werde unter Dauer, unter Müdung gefühlt. Ich habe manchmal Angst, dass man unter der Maske Augenringe sieht. Und wieder weg. Jetzt treffen wir zum ersten Mal auf Fragezeichen, Mann. Sei nicht böse, ich kann deine Stimme nicht nachahmen, deswegen werde ich die Stimme eigentlich relativ normal halten, so wie ich es bei Lord Ecker auch gemacht habe. Oben sieht man übrigens ein paar Wolken. Eine sieht aus wie der fucking Vogel von Twitter. Was zur Hölle? Warte, kann ich das einfach während der Aufnahme verschieben? Da. Seht ihr? Da oben. Der oben in der Mitte. Also. Nein, ich will nicht länger zur Untätigkeit verdammt sein. So weit, heute muss ich all meinen Mut aufbringen. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Welchen Fußabdruck, welchen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Legmore at Shellast. Eigentlich so, ich meine, das hat mir vielleicht einen Schrecken angehört.
bin einfach zu feige, um hineinzugehen. Ich meine, der ist halt sei es soweit, aber man sieht ein Muster auf dem oberen Bildschirm, das auf dem Stein ist. Ich dachte, es wird mir helfen, meinen Schatz mitzunehmen. Aber bei so wenig FPS hilft gar nichts mehr. Ich kann alles einfach nicht wegen solcher Feigling. Alter, mich nervt das hier. Ich bin so ein mutiger. Hast du das mitbekommen? Darauf kannst du wetten, Smaran. So ein kleiner Spasti, der sich hier rumgedrückt hat. Der hatte was Interessantes dabei, ne? Im Original-Let's Play, Lord Ecke und seine Playstation, die er in Wirklichkeit nicht mal hat. Warte. Genau. Und das sah aus wie eine Art Schatz. Das ist ein Schatz aus. Gehen wir ins Hangar. Na klar. Legen wir ihm hinterher. Da hat die Fähigkeit nicht geleckt. Da habe ich mich einfach komisch bewegt. Oben sieht man wieder den Strand, das war die Sonne, die Aufrufe und das Verlangen. Das Einzige ist, dass halt so gute Soundtracks und hier durch den Netz auch zerstört werden. Und an dieser Stelle habe ich die Originalaufnahmen. Das waren glaube ich 7 Aufnahmen, die alle zusammengehört haben, habe ich beendet. Wow, was für ein Haus. Da liegt eine Leiche, jetzt bin ich wieder gut gelaunt. Da ist jemand tot. Was ist passiert? Also okay. Ich kann sie nur. Okay. Sieht nicht so scheiße aus wie Kanimani, sondern von vorne an Kriegungsdrive von Team Himmel. Du kommst zu hier. Ich bin erleichtert. Wo bin ich und was machst du in meinem... Das wo bin ich? Das war kein Leck in der Aufnahme. Das habe ich einfach so gesagt. Wer bin ich und was machst du in meinem Haus? Vielleicht ganz ewig Lust da. Ich bin nicht in deinem Haus. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich kenne dich aber schon seit 4 Sekunden. Erinnerst du dich, wie du hier unmächtig geworden bist? Ich war unmächtig. Ja, du meinst wohl eher allmächtig. Ich meine, was ist passiert? Also ich bin Fragezeichen, nein. Ja, ich nicht. Warum bin ich heute wieder so drauf? Warum ist das nicht gelernt?
Und das ist gut. Ich hab dich ja noch nie gesehen. Der Rest, du bist ein Mensch. Es gibt irgendwie normales Scheinekleid. Das stimmt, ich hab hier einen Spiegel. Ich sehe mich selber. Ich bin zum Scheinungs geworden. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber wie ist das überhaupt passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Du bist etwas merkwürdig. Das waren auch die ersten Worte, die Fragezeichen bei mir je gesagt. Nee, Spaß. Aber irgendwie wird's passen. Ja. Das wäre eigentlich das, was man sich bei mir vorstellt, wie ich Menschen kennenlerne. Die ersten Worte immer, du bist merkwürdig. Danke gleichfalls. Soll das irgendein Scherz sein? Nee. Du hast die Wahrheit gesagt. Na gut, wie heißt du? Wie ist dein Name? Mein Name? Ich hab doch gerade schon gefragt, wer bin ich und was machst du in meinem Haus? Ich meine, das ist... Boah, wie nenne ich mich jetzt? Günther will ich mich, wie gesagt, nicht nennen, weil es gibt nur einen Günther. Schmünter, Alter. Ist der Name Schmünter okay? Safe State auf der 1. Auf der 1 hatte ich schon einen von der alten Aufnahme, der ist jetzt weg. Ist der Name Schmünter okay? Ja. Oh, wo heißt Schmünter? Okay, ich gehe jetzt ganz langsam rückwärts. Zumindest scheinst du nicht bösartig zu sein. Vielleicht ein bisschen blöd und den Namen gibt es glaube ich auch nicht, aber es tut mir leid, du bist in den Spiel geglaubt haben. Weißt du, neulich gibt es immer mehr bösartige Pokémon. Viele Pokémon sind in letzter Zeit aggressiv geworden und manche anscheinend auch einfach blöd. Das ist ziemlich chaotisch. Ah! Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ja, das ist Lord Ecke, das Mogon. Also jetzt der aus dem echten Leben, nicht das Vulpix. Hey, warum hast du das gemacht? Nee, kommst du nicht selbst drauf. Du wolltest Stress machen, du hast wohl nicht einen Mumm dazu, dich zu wehren. Was? Das gehört dir, oder? Nee, das ist nicht. Sorry, du Spasti, das ist jetzt meins. Nein, er hat sich hingelegt. Ich konnte gar nicht sehen, wie er sich bewegt. Willst du es dir nicht zurückholen? Dann leck uns doch hinterher. Hast du Angst? Ich hätte nicht gedacht, dass du so viele FPS hast, du Opfer. Komm schon, verpissen wir uns. Wir sehen uns an! Scheiß Pinplayer! Einfach nur vorbeigehen lassen. Wir leiten uns zum Sieg! Was soll ich nur machen? Die Festung ist wahrscheinlich ziemlich kacke. Ich sehe halt ausnahmsweise mal nicht, wie die aussehen. Nur mein Schatz, der bedeutet eine Halle. Nee, ich kann uns halt zum Jubeln. Ich muss ihn zurückholen. Hörst du mir? Hier wurde gerade ein Stein geklaut. Also chill mal deine Base. Und ich beende an dieser Stelle die erste Folge von Pokémon mit Dungeon Team Himmel Reloaded. Genauso wie damals im ersten Let's Play. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.